Dieses Video zeigt, wie Sie eine Projektdatei für die Relistung zu DENA transferieren können. Ab dem 01.04.2017 erfolgt der Datei-Upload über eine spezielle XML-Datei, ähnlich wie beim KfW-Antrag, in ein Webinterface hinein. Die Transferdatei enthält für die Relistung allerdings wesentlich mehr Projektdetails. Als erstes wählen Sie dazu eine Projektvariante aus, die ein KfW-Effizienzhaus beinhaltet. Für eine Effizienzhaus-Relistung ist das die Effizienzhaus-Variante und nicht die des Energieausweises des fertiggestellten Gebäudes. Für eine BAFA-Relistung ist das ebenfalls eine Effizienzhaus-Variante, es sei denn, es war kein Effizienzhaus- oder Denkmalschutzgebäude möglich. In diesem Fall ist es die letzte Variante des Sanierungsfahrplans. Die Relistung erfolgt nun über das Hauptmenü Ergebnisse, Expertenliste, Relistung bei der DENA. Über diesen Dialog können Sie noch die letzten Grundeinstellungen festlegen. Hier oben sehen Sie, mit welcher Variante die Relistung erfolgen soll. Überprüfen Sie das bitte noch einmal. Als nächstes muss dem Projekt ein Name gegeben werden. Das ist hier erstmal die Projektkurzbeschreibung, kann aber noch angepasst werden. Die Art des Praxisnachweises, hier die Auswahlmöglichkeiten, legen Sie als nächstes fest. Ich sage jetzt einfach mal KfW Baubegleitung und nun müssen wir festlegen, wann das Maßnahmenpaket abgeschlossen ist. Ich sage jetzt mal 4/2016 ist das Projekt abgeschlossen worden. Falls Sie eine BAFA-Relistung haben, ist es die Erstellung des Beratungsberichtes, also am Ende des, wenn Sie den Beratungsbericht übergeben. Ich bleibe aber mal weiterhin bei der KfW Baubegleitung. Sie haben die Möglichkeit hier unten, falls es sich bei dem KfW um ein Gütesiegelprojekt handelt, auch die Gütesiegel-ID und interne ID zu übergeben. Falls dies nicht der Fall sein sollte, lassen Sie die Felder einfach frei. Das Ganze ist in einem geschützten Bereich auf der Webseite, so dass Sie ein Login benötigen. Das Login ist derselbe Login wie bei der Expertenliste bei der DENA. Den tragen Sie bitte hier ein. Es sei denn, Sie wünschen nicht, dass automatisch eingeloggt wird. Allerdings müssen Sie dann den gesamten Datei-Upload händisch vornehmen. Also es ist von Vorteil, wenn Sie hier auf Automatik gehen. Falls etwas mal dabei schief gehen sollte und Sie den händischen Upload benötigen, wird, sobald wir hier auf das Projekt Relistung zum GEDA-Trans-Tool übertragen drücken, der Name der Exportdatei hingeschrieben. So, nun ist alles für die Übertragung bereit und wir drücken auf den Übertragungsbutton. Soweit die Sicherheitseinstellung nicht die automatische Übertragung blockt, loggt sich das Programm auf der GEDA-Trans-Seite ein und lädt automatisch die G2D-Datei zum Server hoch. Es wurden insgesamt 6 Seiten Daten übertragen. Sie können die Seiten einzeln anfahren und sich noch einmal überzeugen, was für Daten abgeloadet werden sollen. Auf der ersten Seite befinden sich nur die persönlichen Daten des Effizienzhausexperten. Ab der zweiten Seite erfolgen dann die Projektdaten. Hier geht es um die Grundeinstellung des Projektes. Sie können über das kleine i noch einmal Informationen erhalten, was in den einzelnen Zeilen eingetragen werden sollte. Auf der dritten Seite befindet sich eine Zusammenfassung der grundlegenden Projektdaten. Dies wird von dem Programm automatisch ausgefüllt und muss nicht weiter nachbearbeitet werden. Auf der vierten Seite sind die Daten, die normalerweise im Energieausweis erscheinen, also die Energieträger, aufgeschlüsselt nach Heizung, Warmwasser und Hilfsgeräte zu sehen, genauso wie der Primärenergiebedarf des Ist- und des Referenzgebäudes. Die fünfte
Seite enthält die Zusammenfassung von der Gebäude-HT-Wert, wie der mittlere U-Wert und die Flächen für die einzelnen Kategorien. Diese werden mit dem Programm automatisch ermittelt und hier eingetragen. Optional können Sie hier den N50-Wert eines Luftheiztests eintragen. Etwas komplizierter ist die Seite Nr. 6. Hier wird die Anlagentechnik eingetragen. Sie sehen hier oben die Haupterzeuger für Heizung und Warmwasser. Darunter folgt die Lüftungsanlage bis hin zu der solarthermischen Anlage. Falls die Anlagentechnik etwas komplexer ist, kann es sein, dass weitere Erzeuger hier erscheinen. Allerdings ist die Anzahl der Erzeuger auf insgesamt 3 Heizungserzeuger und 1 Warmwassererzeuger begrenzt. Besitzt Ihr Projekt weitere Erzeuger, so ist das nicht mehr darstellbar. Bitte klären Sie das mit dem Support-Team ab, wie Sie weiter vorgehen sollen. Sind alle Daten korrekt eingetragen, so können Sie das Projekt über die letzte Seite übertragen. Die Überprüfung war hier ohne Fehler und Warnung erfolgreich und ich übertrage jetzt die Datei an die DENA. Damit ist die Dateiübertragung abgeschlossen. Und Sie können sich jetzt in Ihr Expertenprofil einloggen, um Ihren Listeneintrag zu verlängern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.